Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Vision 1.4, Produktion 1.5, glaube ich. Ich habe nicht viel zu laufen. Ich habe nur Sägewerk, Fellersfabrik und eins habe ich noch. Ach, Düngerfabrik. Ja, wir machen hier Mais. Mais, aber das Mais geht. Na ja, gut, dreht schon lange zu unserem Ende. Wir haben nur noch keinen Rest. Also der Rest ist da, aber ist nur noch klein. Sollte heute fertig werden. Rein theoretisch. Praktisch gesehen, ja auch. Also heute, ich rede davon am Tag, nicht in der Folge. In der Folge wird es nicht ganz was werden, glaube ich nicht. Dazu ist noch zu viel. Aber das sieht im Großen und Ganzen gut aus. Dann schicken wir gleich eine Spur. Und dann machen wir gleich einen anderen entsprechend. Den machen wir mal auf. Die Tempo erhöhen hier auf locker mehr wie 50. So, dann gehen wir mal kurz raus. Und den machen wir gleich leer. Dann kann er zurückfahren. So. Machen wir leer. Und dann ist der nächste dran, ne? Der nächste, der nächste. Hat dich noch geholfen, sonst wäre nicht rübergekommen. So. Wieder einstellen. Der zweite kommt gleich. Ja, kommt der gleich. Unsere Karte ist zu sehen schon. Hier bin ich. Die Lichtzeichen. Also hier muss jemand große Angst haben. BGH ist abgesichert wie Fort Knox hier mit doppeltem Zaun. Na ja, klar, ist meine Silage drin, ne? Zukünftige. Ja, 270. das. Ja, die Nacht würde ich noch gelb sehen, aber wann? Ich will aber das Mais fertig haben, ne? sonst gehen wir nicht auf 30, das gibt das nicht. So, aber kein Tor. Gut. Nehmen wir gleich den hier, ne? Sonst haut er wieder ab. Ich komme, dass er Mais weggeht. Ja. Entschuldigung, Feuerchen. War keine Absicht. Aber wenn er schwer im Magen liegt, ne? Sei wohl ja ein Thema am besten. Die Hüften so ein Fällen meist am besten. Andere würden sagen, ach, lieber Kräuter, ne? Aber Kräuterlikör oder sowas, ne? Ich hab nichts zu Hause. Ich trinke sowas nicht. Würde ich vielleicht noch Blödsinn erzählen, wäre gar nicht gut. Siehste, so geht er vorwärts. Schauen wir mal, wie lange er noch braucht. Aber wir können auf 5 gehen. Das war Radio hier im LS, das ist nicht gut. Ich muss kurz überlegen, auf 8. Weil da hatte ich schon mal, schon sehr, sehr lange her, dachte ja, machst ja ein bisschen Musik, ne? Also so machst du hier ein bisschen Radio an. Also das hat ja Radio, ne? Und ich auch die Musik angemacht und Sender ausgesucht, der mir so halbwegs gefällt.
ja, hochgeladen, ne? YouTube sich gemeldet. Naja, die haben so geschrieben, Verwarnung oder Urheberrechtsverletzung wegen Musik. Ja, bla bla bla. Gut, die haben uns mal zusagen, Angebot gemacht, das entsprechend rauszufiltern. Habe ich so zugestimmt und dann haben wir uns rausgefiltert, aber alles gut. Alles kein Thema, Verwarnung war dann auch erledigt. Wenn es mal eine Verwarnung war, weiß ich gar nicht genau. Aber jedenfalls kam dann der Hinweis, wenn die Musik draufbleiben würde, würde die Werbeeinnahmen dann an den Künstler fließen. Gut, habe ich so gedacht, es kann ja so viel nicht sein. Wäre mir dann auch egal, ne? Also, ich glaube, das Video haben im Prinzip noch keiner geschaut. Im damaligen Zeitpunkt war die Quote ja im Grunde fast null. Ist jetzt ein bisschen besser geworden. Wie das genau funktioniert mit YouTube oder mit Zuschauern und so, keine Ahnung. Aber es ist besser geworden. Das gebe ich zu. Also, man muss da, glaube ich, Geduld haben. Also, mit Tags und so eingeben, ja, nett. Hat mir aber so groß nicht viel geholfen, die Tags, also die Suchbegriffe. Ja, und richtiger Sprung gab es mit der Thüringen-Karte 2, wo viele auf die zweite Version gewartet haben. Und ich hatte die ja gehabt, weil ich im Forum mit drin bin. Und alle Unterstützer und die im Forum waren, bekam eine Vorabversion. Und ich konnte in Tags, ehrlich wie ich bin, auch das entsprechend angeben, dass ich die Version so schon hatte. Und das hatte mir dann einen kleinen Schub gegeben. Also wirklich extrem. Also da hatte ich mal eine Quote gehabt von 108 Zuschauer pro Video. Habe ich seitdem noch nie wieder erreicht, aber trotzdem, das war ich hoch erfreut. Aber so ist das dann mal da. Nee. So ist das, wenn man ja, was hat, was alle suchen über Google und dann entsprechend auf mich gestoßen sind. Aufgrund der Suchbegriffs, ne? War der nur gewesen? Dunkel hier, da hinten irgendwo. Aber nicht, nicht ausgemacht? Da habe ich sehr viele dazu gewonnen. Also alle, die jetzt hören, ein großes Dank an euch, dass ihr mal hier reingeschaut habt. Es gab mir auch richtig einen kleinen Club. Und später kam noch ein anderes Spiel hinzu, 7 DCD. Hat mir irgendwie gefallen und dachte mir, das machst du mal. Ja, und ein weiteres Survival-Spiel, da, ja, ich bin nicht zwangsläufig, aber wenn mir einer über den Weg glauben würde, der es, wenn mir das Spiel gefallen würde, wäre ich nicht abgeneigt, ne? Obwohl das ja zeitlich nicht verknappt wird. Natürlich, wenn man jetzt hier LS ein bisschen kürzen würde, wenn wir nur noch 7 Folgen machen würden, rein rechnerisch, dann wäre Platz nach oben, ne? Aber aktuell ist das nicht geplant. Wie gesagt, hier in LS will ich vorankommen. Nicht um die Folgenanzahl hochzudrücken, nein, darum geht es nicht. Ich will hier wirtschaftlich so weit hochkommen, dass ich sagen kann, wir könnten uns die großen Teller leisten, wir können uns die Brücke bauen lassen. Eine oder andere Produktion noch bauen, das kostet alles Geld, immer wirtschaften. Ne? Und das geht im Grunde nur, wenn wir jetzt hier fleißig weiterarbeiten. Das müssen wir über die Spielzeit halt machen.
und wieder nichts. Ne? Und dann bin ich auch ganz froh darüber, dass es keine neue Version geben wird, LS. Dadurch haben wir hier noch ein bisschen mehr Zeit. Und mal schauen, was die an DLC bringen. Ich meine, gut, maschinentechnisch und so sind wir eigentlich gut aufgestellt. Müssen wir mal schauen, oder raten wir mal, was da alles kommt. Verbesserungen. Na gut, man kann sicherlich sagen, okay, wir machen für die Geräte wieder was rein. Ne? Kann man ja machen. Es gibt ja viele Geräte, viele Maschinen, Traktoren, die jetzt natürlich nicht dabei sind. Aus Platzgründen sicherlich auch. Ne? Oder Lizenzfragen, keine Ahnung, was da für Gründe gibt. Konsole spielt sicherlich auch eine Rolle, weil das muss ja auch für Konsole geeignet sein. Also man kann da nicht zu viel reinbringen, in Anführungszeichen. Ja, mal abwarten. Das Dunkel ist schon ganz schön. Also. Wie gesagt, dunkel. Deswegen lieber nachts auf 30 und wenig Arbeit machen am Hof und auf dem Feld nichts. Gut. Die Sicht ist ja auch miserabel, aber obwohl, naja, wir haben keinen Regen, wir haben nichts, an sich ist es ganz gut, aber. So. Der andere. Also Licht haben sie alle irgendwo. Schwach. Beziehungsweise die Nacht spuckt das Licht ja vorne weg, ne? Das kann aber sein, dass es auch so ist, ne? Ich meine, gut. Ob das ja die Sichtweite ist immer eingeschränkt, dann ist halt so, ne? Ja, gut, wenn wir jetzt ein paar Runden noch schaffen im Dunkeln, gut, dass kein Regen ist und kein Nebel. Wir hatten ja hier zur Zeit auch letztes Mal viel Nebel gehabt. Das ist schon anders, ne? Wo wir Winter haben, ne? Da ruht die Arbeit auf den Feldern. Ja, und 1, 2, 3, 4, 7. Naja, 7. Naja, gut. Das Maisfeld, denk mal, kriegen wir noch runter. Irgendwie könnte ich schaffen. Also ich möchte noch auf jeden Fall noch die 0 Uhr Zeit sehen mit ja, mit dem Geld für die BGH. Wir werden jetzt keine Silage mehr reinbringen, also extra deswegen. Das machen wir dann morgen in aller Ruhe, also nächste Etappe. Dann machen wir die Betriebe fertig, die Funktion, also die Gülle machen wir noch rein. Und Mist, wie gesagt, das machen wir dann vor die nächste Ernte, aber Mais machen wir erstmal fertig, damit das abgeschlossen ist. So, das Ende ist ja abzusehen, aber das zahlt schon lange, ne? Ja, dann kann ich heute Abend ein bisschen noch anders spielen. Da bin ich jetzt leider schon sehr weit voraus. Die sie nicht mitbekommen haben, also definitiv, da habe ich einen richtig guten Lauf manchmal. Das ist die Zeit so schnell vorbei. Ich habe schon überlegt gehabt, neue Karte zu beginnen. Ich habe mal eine mir generiert, aber die Karte hat mir so nicht gefallen. Und ganz von Null anfangen wollte ich auch nicht.
habe mich doch entschieden, mich da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Und was mir persönlich stört, ist, dass wir jetzt sehen können, was wir alles machen können und wir vorher alles hätten lesen können. Aber gut, das haben wir. Das habe ich vorher gewusst, dass das eine oder andere Englisch ist. Und ich raten muss, was ist, oder erstmal googeln. Aber wenn ich die Punkte vergebe, dann sind sie weg. Ist halt so, ne? So. Wieder auf Stuhl, auf Ruhe, Spur. Dann gehen wir gleich, machen wir hier mal gleich auf höhere Geschwindigkeit. Damit wir den heute noch kriegen. Dort sind wir hier wieder. Aber die BGA hat Licht, das muss man mal zu sagen, das ist gut. Gut, aber vielleicht wäre die Wand ja auch dicht gewesen, wenn ich nicht verteilt hätte, ne? Möglich. So. Darum werde ich hier später auch verteilen, aber nicht mit der Walze. Obwohl, mit der Walze. Schon oder was? Und wie gesagt, der wird schwach. Und hat er dann schon nachgeschoben. Weißt du, sonst, wenn du nicht brauchst, wird nicht geschoben. Das ist ja typisch. Das ist typisch Kursplay. Da, wo du brauchst, schiebt er nicht. Und wenn du mal denkst, oh, jetzt, dann kriegst du so einen Schubs, dann fährt er den sonst wohin. Aber in dem Falle, nö, da wird es dann schön gewartet. Der hat ja Power, ne? Der Glas, ne? Der hat ja eine ganz andere Technik als dieser kleine Messer Ferguson, ne? Der hat ja hier nur 280 PS und der andere hat hier, was, hier 500 noch was oder so. Ganz andere Bereifung. Und der nächste Verkehr fest. Aber wie gesagt, die Methode ist ganz gut mit drei Fahrzeugen fahren. Dadurch kam mir ganz gut voran, sonst hätten wir noch eine weitere Aufnahme-Session machen müssen. Leute, habe ich euch erspart. Aber die BGH wollte ich auch haben, ne? Voll haben, ne? So. Da schiebt er, wo ich soll. Entlassen. Machen. Leer. Ups, langsamer. Wenn wir alles wieder aufsammeln hier mit Ladebahn, geht aber richtig zügig. Besser wie mit einem Schiebeschild. Platz. Jetzt geht der Motor auf. So. Oh,
Und langsam. Nicht runterfallen vom Weg. Wie auf C eingestellt. Verstehe ich nicht. Ist ja auf dem Feld gut, ne? Aber hier ist der Blödsinn. So, wo sind die? Einer ist da. Dann steigen wir hier ein. So, liebe Schauer, voll überzogen. Voll. Ich sage mal Tschüss auf den Winkel. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.